Man weiß nie, wenn man mal ein Feuerzeug braucht. Oder ein Streichholz. Ich muss einen Weg hier rausfinden. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Life is Strange True Colors. Ja, es ist so einiges passiert. Hier ist eine kaputte Leiter. Keine Leiter mehr. Gut, dass ich so super klettern kann. Ja. Balling ist ja auch gar nicht angeschlagen. Minen wachsen in andere hinein. Genau wie Jet gesagt hat. Lecker. Ich entscheide mich bewusst, nichts reinzulesen. Solange sie keinen Hunger bekommt da unten, ist alles gut. Ich könnte gerade echt lachen, wenn es nicht so wehtun würde. Sicherheit geht vor. Ja, genau. Die würde ich ja mitnehmen. Wie lange ist dieses Zeug schon hier unten? Okay, das hilft. Diese Aura ist meine einzige Spur. Das allerdings jetzt so positiv ist, dieses bedrohliche Rot, ich weiß es nicht. Auch die Musik hört sich nicht so gut an. Dass das irgendwie die Aura der Toten ist oder so. Okay, Jungs, wir sind nah dran. Höllentaucher auf ewig, was, Jet? Wir graben so tief, bis wir am Bett des Teufels stehen. Verdammt richtig. Das ist es. Das ist, was Typhon begraben wollte. Der Boden hier ist ganz schön feucht. Jet, das müssen wir melden. Die Grabung ist im Arsch. Nichts ist im Arsch. Aber wir haben keine Pumpen, keine... Meine Teams haben noch nie eine Grabung abgebrochen. Wir beenden den Job. Sachte weiter, sachte. Was, verdammt? Los, Beeilung! Räumt den Tunnel!
Der Funk da! Wir müssen weiter! Los! Da hinten sind noch ein paar Männer. Sie werden ertrinken. Ja, und das werden wir auch, wenn wir uns nicht verpissen. Triff die Entscheidung, Jet! Gottverdammt! Gottverdammt! Alle, raus! Sofort! Riecht wie Feuerwerk. Dort muss Typhon gesprengt haben. Jen, du musst aufhören, Mann. Jen! Fick dich, Jen! Komm zurück! Es ist vorbei, Jen. Er kommt nicht zurück. Es tut mir leid. Es tut mir ja so leid. Und während meiner Zeit hier habe ich erfahren dürfen, was Haven zu diesem besonderen Ort macht. Es ist ein Blumenladen, der von mehreren Generationen geführt wird. Ein Barbesitzer, der wirklich jeden seiner Gäste mit Namen begrüßt. Es ist eine Frühlingsfesttradition, die seit 100 Jahren besteht. Geschichte, Loyalität, Stolz. Dies sind die Werte, die Haven definieren. Und es sind dieselben Werte, auf denen Typhon aufgebaut wurde. Und genau deshalb ist unsere Partnerschaft so erfolgreich. Es ist mein Privileg, Typhons Engagement für Haven zu erneuern. Wir glauben fest an diese Gemeinschaft und freuen uns ungemein auf ihre Zukunft. Danke, Diane. Ich denke, ich spreche für uns alle, wenn ich sage, dass wir es nun endlich offiziell machen wollen. Also Zeit für die Abstimmung und dann Mittagessen. Alex, oh mein Gott! Mir geht's gut. Was redest du da? Du musst sofort zum Arzt. Was ist mit dir passiert?
Ich habe etwas rausgefunden, das du hören musst. Tut mir leid. Was? Alex, du bist verletzt. Brauchst du Hilfe? Wir können dir einen Krankenwagen... Tyler hat euch alle angelogen. Genau wie Jet Lucan. Alex, was ist los? Du weißt ganz genau, was los ist. Ich war gestern Nacht unten in der Mine. Ich habe gesehen, was Typhon seit 11 Jahren versteckt. Jet Lucan ist kein Held. Die ganze Geschichte ist eine Lüge. Jet hat den Unfall verursacht. Und dann ließ er 7 seiner Männer im Stich. Er ließ sie ertrinken, um sich selbst zu retten. Da unten waren Fotos von meinem Bruder und mir im Dreck. Denn einer der Minenarbeiter war mein Vater. Typhon wollte es geheim halten, um diese Abstimmung nicht zu gefährden. Ja, Angst werden sie auch haben, aber sie sind doch skrupellos. Alles, was sie interessiert, ist, mehr Geld zu machen. Sie tun, was immer nötig ist, um diese Erweiterung durchzuboxen. Also wollten sie die Beweise begraben. Um keinen Preis sollte die Sprengung verhindert werden. Nicht einmal, wenn 4 Menschenleben auf dem Spiel standen. Darum musste Gabe sterben. Jet wusste es die ganze Zeit. Er vertuschte die Wahrheit über die Vergangenheit, über Gabe. Und als ich es herausfand... Naja, seht mich an. Er wollte mich auch töten. Warum sagt niemand von euch etwas? Wir wollen dir die Peinlichkeit ersparen, Alex. Ja, genau. Diese Anschuldigungen sind... Sie sind irrsinnig. Und der Versuch, in die Mine zu gelangen, war, naja, offensichtlich sehr gefährlich und außerdem absolut illegal. Aber wir alle haben Verständnis für deine Situation. Du hast so viel durchgemacht. Dein Bruder war der Einzige, den du noch hattest. Ich kann mir vorstellen, wie sehr du dir eine Erklärung für seinen Verlust wünschst. Etwas, das dir Trost spendet und, naja, dein Leben weniger unfair wirken lässt. Naja, ob die ein Gewissen hat, ich weiß es nicht. Du weißt genau, dass es für die Vertuschung Beweise gibt. Dann hast du mich von Pike verhaften lassen, damit es nicht rauskommt. Officer Pike hat dich für den Diebstahl von Gegenständen aus meiner Tasche verhaftet. Vielleicht hast du ja nach Beweisen gesucht. Und sie gefunden. Deshalb haben du und Jet versucht, mein Schweigen zu erzwingen. Dad, hast du irgendeine Ahnung, wovon Alex redet? Nein, hab ich nicht. Ich habe versucht, für Alex da zu sein, seit Gabe gestorben ist. Ich dachte, dass ich eine Vaterfigur für sie sein könnte. Ich kann nur annehmen, dass Menschen, die leiden, es manchmal an denen auslassen, die helfen wollen. Das ist so ein typischer, verzweifelter Versuch, alles anders darzustellen. Ja, es stimmt ja beides. Er lügt und er ist ein Monster. Du spielst allen was vor, du lügst! Bitte. Ich weiß, es ist schwer, das zu akzeptieren. Ihr alle vertraut ihm. Das habe ich auch. Aber ich sage die Wahrheit. Ich glaube dir. Selbstverständlich.
Ich möchte gerne etwas sagen. Ich kenne Jet schon sehr, sehr lange. Und, Miss Chen, Alex, ich merke, dass ich dich vielleicht nicht so gut kenne, wie ich dachte. Wir müssen natürlich Rücksicht nehmen in Anbetracht deiner Verletzungen und der daraus resultierenden Verwirrung. Trotzdem macht es mich traurig, deine furchtbaren und unglaublichen Anschuldigungen gegen meinen Freund zu hören. Ducky, das reicht. Lass dir von ihm bitte nichts einreden. Niemand hier hält dich für einen schlechten Menschen. Manchmal spielt uns unser Verstand einen Streich. Dich trifft überhaupt keine Schuld. Man braucht Mut, jemanden um Hilfe zu bitten. Aber am Ende ist es immer besser. Wir alle sorgen uns um dich. Lass uns dir helfen. Charlotte? Nein. Lass mich. Ich will nichts mehr davon hören. Was ist mit Gabe? Was hast du denn vor? Typhon fertig zu machen? Das bringt ihn nicht zurück. Alles geht den Bach runter, wenn du damit zu tun hast. Mit dir stimmt was nicht, Alex. Und jetzt stimmt mit mir was nicht. Ich kann dir nicht helfen. Tut mir leid. Ist gut, Alex. Ich mach das. Oh, verdammte Scheiße. Ich habe einen USB-Stick voller Aufnahmen. Ja. Darüber haben wir gestern gesprochen. Ihre Vorgesetzten haben den Fall abgeschlossen. Niemand hat hier Zeit für Verschwörungen. Ja. Du versuchst, dich wieder rauszuwinden, ne? Ich kenne deine Spielchen. Ich Fordere weiß, mich was... nicht heraus, Jason. Weißt du was? Ich habe keine Angst mehr vor dir. Nicht vor dir, nicht vor Typhon. Okay, das reicht. Deputy Pike, haben Sie ein persönliches Problem mit mir? Darauf kannst du einen lassen. Jason! Nun, angesichts dessen, dass Ihr Urteilsvermögen in dieser Angelegenheit emotional beeinträchtigt ist, sollten Sie sich vielleicht... Oh, lass den Scheiß! Wenn du glaubst, dass du mir den Mund verbieten kannst... Jason, ich denke, du beruhigst dich besser. Ich würde gerne erneut etwas sagen. Es beunruhigt mich, dass ein abstimmendes Mitglied dieses Rats eine persönliche... Du glaubst mir. Oder? Das ist absoluter Bullshit. Das glaube ich nicht. Ryan? Alle handeln vorstellen. Wieso tust du das? Ich bin nicht mehr dein scheiß Schoßhund. Ich bin nicht verantwortlich für den Verstoß. Boah, du Arsch, ich hätte mein sie küssen sollen. Mein Dad ist kein Mörder. Hattest du Angst, dass Typhon davonkommt? Suchst du deshalb einen Sündenbock? Ich dachte, wir stehen das gemeinsam durch. Für Gabe. Und mich. Ich dachte, dass du mich magst. Ryan! Nein. Ich werde das nicht mehr zulassen. Ryan, was soll das? Ja, er ist dein Vater, aber... Sieh sie dir an! Warum sollte sie sich das ausdenken? Das geht zu weit. Alex ist fast gestorben. Das ist nicht wahr. Fick dich, Ryan! Nach all dem, was war? Echt jetzt, fick dich! Hör auf. Ich weiß, warum du mich umbringen wolltest. Es ist nicht, was du versuchst, dir einzureden.
dass es für Haven das Beste sei. Es ging dir nie um Haven, nicht wahr? Es ging nur um dich. Ich weiß, es ist leichter, nicht über die Männer nachzudenken, die du begraben hast. Du willst wegsehen und so tun, als wären die Menschen, denen du wehgetan hast, nicht real. Aber das ist vorbei. Mein Vater hat für dich gearbeitet. Sein Name war John. Er war verkorkst. Ja. Er war ein Kämpfer, er war ein Opfer. Ja. Im Endeffekt war er... Naja, so richtig ein Kämpfer ist er ja nicht gewesen, weil er hat ja die Familie verlassen. Deswegen... Die Welt hat sich einen Scheiß für ihn interessiert. Er hatte immer Probleme, über die Runden zu kommen. Er hoffte trotzdem, es würde eines Tages leichter werden. Aber du hast ihn getötet. Und dann Gabe. Meinen großen Bruder. Er baute sich eine Familie auf, ja, irgendwie schon. Er baute sich hier eine Familie auf. Auf seine eigene Art. Und bekam sein Leben langsam auf die Reihe. Es hat ihn so nervös gemacht. Und er hat sich so gefreut. Er brachte mich hierher, um es mit mir zu teilen. Aber er ist tot. Wegen dir. Und hier bin ich. So viele Jahre lang wollte ich nur überleben. Und es einfach durchstehen. Haven hat mich verändert. Ich begann, über die Zukunft nachzudenken. Naja, Musik spielen will sie auch, aber sie will auch den Menschen helfen. Und natürlich auch irgendwo hingehören. Ich will Menschen helfen. Weil es etwas ist, in dem ich gut bin. Zu wissen, dass man etwas kann, fühlt sich verdammt gut an. Und du wolltest mich umbringen. Du hättest mein Leben beendet. Nur um der Wahrheit zu entkommen. Du hast es verdrängt. Nicht wahr? Du hast es mit einer anderen Geschichte überschrieben. Ja. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, wer jetzt auf dieser Medaille drauf stand. Ich glaube, er stand ja da drauf, ne? Du sagst dir selbst, du bist ein Held. Ein starker Anführer. Manchmal bedeutet das, schwierige Entscheidungen zu treffen. Entscheidungen, die dazu führen, dass Menschen sterben. Nicht viele können das. Haven hat Glück, dich zu haben. Aber das ist eine Lüge. Wenn wir tiefer blicken, was sehen wir dann? Ja, stimmt alles. Er ist selbstsüchtig, er ist ein Feigling, er ist aber auch eine Schachfigur. Gut, selbstsüchtig wäre jetzt das, was ich am ehesten nicht wählen würde. Er ist einfach ein Feigling, aber er ist irgendwo auch eine Schachfigur, weil
ja, die ihn ja benutzt haben, um sie loszuwerden letztendlich. Vor 11 Jahren hast du eine Gruppe Männer in ihren Tod geführt. Und du konntest diese Worte nicht mal laut sagen, weil du ein Feigling bist. Du konntest dir nicht vorstellen, es deiner Frau zu sagen. Oder es vor deinem Sohn zu sagen. Jeden Tag warst du mutig genug, unter Tage dem Tod in die Augen zu sehen. Doch du konntest nicht die Courage aufbringen, einen Fehler zuzugeben. Ich kann spüren, wie du dein Innerstes verschließt. Tu das nicht. Die Wahrheit tut weh. Manchmal sogar so sehr, dass du glaubst, du würdest daran zerbrechen. Doch wenn du die andere Seite erreichst, bist du wieder frei und lebendig und wieder ganz. Dann weißt du endlich, wie stark du wirklich bist. Ich sehe die Wahrheit über dich. Du hast dich selbst. Du hast, was du in der Vergangenheit getan hast. Du hast, was du tun musstest, um es geheim zu halten. Und je mehr du den Hass verleugnest, desto schlimmer wird er. Ich weiß, wer du bist. Ich habe deine dunkelsten Winkel gesehen. Ja, ich persönlich verachte, was er getan hat, aber ich denke, das Beste wäre natürlich, dass sie ihm vergibt. Doch ich vergebe dir. Ha 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 ha!